Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier im leuchtenden Meer unterwegs auf der Suche nach einem Heft der Reihe US Verdeckte Kriegsführung oder so. US Handbuch für Verdeckte Kriegsführung. Die Suche hat uns hierher geführt. Krater des Atoms. Gekenterte Fabrik. Polizei, ne, das ist gerade noch außerhalb des leuchtenden Meers. Und da unten wäre die felsige Höhle, in der sich unser Kumpel Virgil befindet. Wir haben einen Schlüssel gefunden, eine irgendwie zynische Notiz. Evakuierungsplan. Ich habe es zur letzten Folge vorgelesen, ich zeige es hier kurz an. Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr mit der Pause-Taste den Text gerne selber nochmal durchlesen. Also ein zynischer Text, ich finde es zynisch. Ja, wenn die Strahlung im Inneren ein kritisches Niveau erreicht, da klingt ein Alarm. Haha. Ja, und was dann? Dann weiß man zwar, dass die Strahlung ein kritisches, also ich weiß nicht, ob ich das beruhigen würde. Irgendwie nicht, oder? Ja, Longfellow und unser Hund Dogmeat. Habe ich nach Hause geschickt. Ich habe nur Nick dabei, dem macht das hier ja nichts aus. So. Und jetzt schauen wir uns das hier mal um. Hier. Oh, persönliche Aufzeichnung für Mitarbeiter 011985TP. Hier spricht Regierungsmitarbeiter Nummer 011. Na ja. Scheiß auf diesen Regierungsmist. Hier spricht Busensky. Die Sirenen, sie kamen so schnell. Dann der Alarm. Die einzigen, die wir retten konnten, hatten gerade Dienst. Du magst dann. Stevens war nach draußen gegangen, um etwas aus seinem Auto zu holen. Stevens, er ist tot. Wir mussten die Tür schließen, bevor er sich auch nur umdrehen konnte. Das verlangt das Protokoll. Ich konnte ihn schreien hören. Das war vor Tagen. Uns geht schon das Essen aus. Der Ort hier war nicht so gut ausgestattet, wie sie behauptet haben. Verdammte Budgetkürzungen. Wenn jemand das hier hört, mein Name ist Jeff Busensky. Sagt meiner Frau Wilma, dass ich sie liebe. Ich fürchte dies. Seit 200 Jahren tot. Das ist... Holla, die Waldfee, was haben wir denn da entdeckt? Ein Vault? Ich habe mit dem Bunker gerechnet, ja, aber... Ja, ich hab jetzt mich eigentlich nur grob auf die Folge vorbereitet. Geschaut, wo gibt's das gesuchte Heft Nummer 4? Und mehr wollte ich gar nicht wissen, weil ein bisschen möchte ich mich ja auch überraschen lassen. Na? Die Glühbirne können wir brauchen. Aber ohne das Heft wäre ich hier wahrscheinlich nie hergekommen. Das Heft war jetzt echt der Grund, warum ich mich auf den Weg gemacht habe. Sonst wäre mir das wahrscheinlich ein technisches Dokument. Zigaretten. Das sind Schaltkreise. Außerdem teste ich nebenbei schwere Waffen, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe. Und momentan sind wir mit dem Gaussgewehr ausgerüstet, das ich vor 2 oder 3 Folgen... Oh, wie die Zeit vergeht. Ich habe es mir aufgeschrieben. Folge 243 war es. Da habe ich das Gaussgewehr auf der Pit-Britwin mitgehen lassen. Weil da wusste ich, dass eins ist. Das konnte man hinter Dr. Tegan auf dem Tisch liegen sehen. Und sonst hätte ich da lang danach suchen müssen. Ich habe in 242 Folgen hatte ich es nicht geschafft, diese Waffe zufällig zu finden. Und wenn ich sie also testen will, musste ich zu dieser rigorosen Maßnahme greifen und das Zeug klauen.
Und weil ich gerne noch mehr Sachen testen will, verbessere ich jetzt meinen Schleichskill, indem ich diese US-Hefte suche. US-Hefte der verdeckten Ermittlung, weil die erhöhen nämlich... Glas brauche ich gerade dringend. Ich habe schon wieder so viel Glas verbraucht für einen Wachturm auf der Insel im Besucherzentrum zum Nationalpark. Da habe ich einen riesen Wachturm hingestellt, weil der Ort wirklich gefährlich ist. Ich habe neulich einen Angriff, Großangriff auf das Anwesen mitgemacht. Das hatte ich auch gefilmt. Und also, da ging es heftig zu. Da habe ich dann beschlossen, da muss ein Wachturm hin. Ein Wachturm, der das ganze Grundstück überblicken kann, möglichst. Und von dem er von oben schön herunterschießen kann. Das ist ein richtig tolles Teil geworden. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Mal die Tragkraft checken. Ja, noch ist es nicht kritisch. Komme ich nicht von hier aus? Nö, weil die Kamera hätte ich mitgenommen, ganz sicher. Da ist Kristall und Glas drin. Da ist eine Schraube drin, da auch. Glas und Glas. Telefon. Ja, ist natürlich auch ein Grund, warum man ruhig looten sollte. Dann sieht man nämlich, wenn man seinen Loot-Stil das kennt, wo man schon mal war. Das Institut behandelt Zins wie Werkzeug, das man einfach so wegwerfen kann. Wie kommst du denn jetzt auf das Thema? Oh, jetzt sind wir wohl unten. Ja gut, wenn der mir nichts tut, tue ich mir auch nichts. Ja klar, wir sind ja inzwischen im Institut. Eine Persönlichkeit. Kapazität. Alle Systeme normal. Und ich habe jetzt nicht vor, mit den Stress anzufangen. Was ist das denn? Eine komplette X01-Rüstung? Und ich kann es nicht mitnehmen, weil ich in einer drin stecke. Das ist fies. Sieht noch aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Das ist gemein. Da müsste ich jetzt raus, mich der Strahlung aussetzen. Ich weiß gar nicht, ob es hier unten überhaupt verstrahlt ist, aber ich stecke halt in so einer Rüstung. Die kann ich ja schlecht hier lassen, die ist schließlich verbessert. Na, so wichtig ist es jetzt nicht. Ich habe schließlich mehrere Rüstungen, darunter auch X01 Power Rüstungen. Hier irgendwo ist das Heft. Das sieht mir sehr nach Ende Gelände aus. Jo, der Bunker hat dem wohl nicht viel genützt. Ne? Er ist trotzdem gestorben. Halt dann nicht verstrahlt, sondern verhungert oder so. Wir haben ja vorhin das Tonband abgehört, das wir gefunden haben, und da war davon die Rede, dass wegen der Budgetkürzung zu wenig Nahrung hier eingelagert war. Das heißt, wir haben zwar den Atomkrieg überlebt, aber sind dann verhungert. Jo. Vorkriegsgeld. Das sammle ich momentan, das Vorkriegsgeld. Geht nicht auf. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Was machen die die Institutdeppen eigentlich hier? Ich könnte die Teile auch so mitnehmen. Ach komm, lass es. Das wiegt mir jetzt zu viel. Also wenn ich sie aus der Rüstung ausbaue. Hier muss es doch noch was geben. Mindestens dieses Heft, da ist es doch. US-Handbuch für verdeckte Einsätze FH5-04. Ja!
Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Chaka. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, und dass jemand versucht, das zurückzuholen. Gucken wir mal, ob man da was... Jo. Erstmal reinhacken. Klammern suchen. Das kennen wir ja schon. Mit den Klammern die Falscheinträge entfernen und so. Viele Klammern gibt es da wohl nicht. Da werde ich vielleicht nochmal gründlicher suchen müssen. Und dann mache ich das eher flüchtig. So. Ich glaube, jetzt kann ich mich durchraten. Turns, Dead, Stars. Cool. Jawohl. Abschaltung eingeleitet. Zentralrechner ist im Stromsparmodus. Wartungsoperationen. Aktueller Status offline. Ja gut, System Reboot einleiten. Dann tun wir das mal. Warnung. Ein Reboot des Systems setzt die Funktionen auf die Standardeinstellung zurück. Bestimmte Funktionen könnten unerwartet reagieren. Jawohl. Notfallaufzüge reaktivieren, das gefällt mir, das ist bestimmt ein schneller Rückweg. Hat wohl schon gereicht. Ja, bitte. Roboterwächter deaktivieren, ja, das ist nett. Die Blechdeppen, die brauche ich jetzt nicht. Ich bin froh, dass mich die Synths hier in Frieden lassen. Warte, nicht noch ein Menüpunkt? Maschinen, die dir widerstehen? Datenbanknetzwerk offline. Ne, das kann man ändern, hoffe ich. Zugriff auf Daten nur für autorisierte Personen. Den schon. Oh. Na gut, da halte ich mich mal raus. Ich dachte, der hätte ich abgeschaltet. Ein Schuss mit dem Chaosgewehr und weg sind sie. Hammer. Das ist Feuerkraft. Das ist Feuerkraft. Ich staune. Ja, ich habe ja noch andere Waffen zu testen. Dann sollte ich die mal wechseln. Ich habe ein paar mitgenommen. Raketenwerfer kennen wir schon. Gaussgewehr. Den Big Boy. Oh, das ist nichts für geschlossene Räume. Nee, das mache ich mal an der Oberfläche. Dann machen wir nochmal den Breitseiter. Dass wir den in der Folge hier auch nochmal haben. Nichts zu melden, Ma'am. Jetzt schauen wir mal, wo der hinführt. Nach oben. Aber was machen die vom Institut? Die müssen doch hier etwas oder jemanden suchen. Die sind doch nicht zum Spaß hier, oder? Fünfter Stock. Fünfter Stock. Entdeckt Bundesüberwachungszentrum. Ja, netter Sprung, ne? Von der Hütte da rein. Verdammt! Entschuldigung! Gut, das speichere ich mal als Erfolgserlebnis. Dann sollten wir mal... Ich denke, hier sind wir durch. Ich denke, ich fahre trotzdem noch mal runter. Nicht, dass ich... Ja, wenn ich jetzt nach Sanctuary gehe, könnte ich eigentlich schon die Power-Rüstungsteile mitnehmen. Würdest du bitte runterfahren oder ist das zu viel verlangt? Ja, ist zu viel verlangt. Ja gut, dann lassen wir das. Ich hätte jetzt dann die Power-Rüstungsteile doch mitgenommen. Gut,
zurück. Gewicht ablegen. So, ich habe nach zwischen den Ladebildschirmen das Inventar entrümpelt, dann das Gauss-Gewehr abgelegt, dann das Gatling-Geschütz mitgenommen, das möchte ich jetzt dann testen. Und das nächste Ziel ausgewählt. Außerdem habe ich meinen Schrott entrümpelt. Das nächste Ziel ist Satellitenstation Revere. Wenn ich glaube, dass das gar nicht so lange dauern wird, das kriegen wir in der Folge vielleicht noch unter. Uns fehlen noch Heft 8 und Heft 9. Das hier ist jetzt Heft 9. Heft 8 sieht mir nach einer kompletten Folge aus. Deswegen machen wir jetzt erstmal Heft 9. So, dann rüsten wir mal den Gatling-Laser aus. Schauen wir uns die Werte an. Das ist er also. Gebündelt überladen. Also den habe ich schon aufgemöbelt. 69 Schaden, der braucht einen Fusions-, also einen großen Fusionskern, so wie die Powerrüstungen. Feuerrate 45, Reichweite ziemlich gut, 251 Präzision, mittelmäßig, Gewicht schwer und ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, was er drauf hat. Wir schauen uns vielleicht mal von außen an. So. Sieht eigentlich weniger spektakulär aus als erwartet. Das liegt aber bestimmt an der Powerrüstung, dass der, wenn ich die Powerrüstung nicht hätte, wird das weniger mickrig wirken. So, und da müssen wir jetzt irgendwie das gesuchte Heft finden. Oh, da könnte ich eigentlich mal, das wäre ein Einsatz für den Big Boy. So, der Big Boy, der wirft zwei Mini-Atombomben. Da kommt es auf Treffer. Genau, ja, Supermutant. Cool. Schöner Finisher. Einfach nur wow. Das ist die eine Güte. machst du das mal mit diesem Kleinzeug, gebe ich mich gerade nicht mehr ab. Jedenfalls wäre es Wahnsinn. Wo hast du dich verkauft? Ja, genau, wer da sein? Da geht's auch nicht so genau einfach. Es ist der Hammer, das Teil. Ich hab nur ein paar von diesen Mini-Nukes, aber... ist das krass. Ich schwitze ja nicht mal. Ja. Gut, das ist jetzt ein Fall von Gatling-Laser. Das hat Laune gemacht. Gatling Laser. So. Da kommen sie. Nimm das! Umbringen! Sie alle umbringen! Nick. Einmal kurz mit dem Gatling Laser geblinzelt. Dass da überhaupt noch einer lebt. Gott sei Dank hatte ich dafür die richtige Rüstung dabei, das hätte sonst... Das wäre sonst übel ausgegangen. Ich habe es ja auch zwischen den Folgen repariert, habe ich ganz vergessen. So, meinen kritischen Treffer ausführen, da war gerade einer übrig. Ja, das ist eigentlich mehr... Was mein... Packesel will jetzt auch
Selbst zielen, Vierfach. Hat der mich entwaffnet? Das Ding, das ist doch meins, oder? Nö, das ist meins. Okay. Ich dachte schon, der hätte mich entwaffnet. Jo, gefällt mir. Aber trotzdem gut, hat Stil irgendwie. Ich habe halt automatische Waffen nicht gelevelt. Und deswegen ist wahrscheinlich der Schaden relativ gering. Ballistische Waffen habe ich ja gelevelt. Jo. Treffergenauigkeit ist wohl eher mau, aber man merkt ja, er trifft nicht immer dasselbe Ziel. Jetzt ein kritischer dabei. So langsam lerne ich's. Ich glaube, dass die Skillpunkte waren richtig eingesetzt. In Glück. Ja, das wird jetzt nichts. Was kitzelt mich denn da am Rücken? Ich bin überladen, stimmt's? Ja, ist ja kein Wunder bei dem, was ich mit mir all seinen Waffen rumschleppe. Wo ist er denn? Karavanton, nee, dem will ich eigentlich nichts tun. So, gut, Gatling-Geschütz haben wir gesehen. Den Breitseiter möchte ich nochmal haben. Den habe ich im Leuchtenden Meer neulich zwar schon getestet in der letzten Folge, aber gegen Skorpione und da lässt sich so schlecht abschätzen, wie gut die Waffe wirklich ist, auch gegen einen leuchtenden Skorpion. Jo, mal gucken, ob dein Kopf was aushält. Ich muss noch ein bisschen warten. Achso, der ist zu weit weg, würde ich sagen. Den treffe ich hier von hier aus nie. Nicht vergessen, dass wir eigentlich wegen einem Heft hier sind. Und das soll irgendwo hier. Da haben wir es ja auch schon. US-Handbuch für verdeckte Einsätze FH509. Du bist beim Schleichen. Ich weiß jetzt gar nicht. Die Uhr ist stehen geblieben, keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Schleichen dauerhaft schwerer zu entdecken. Boom. Das gibt ein Erdbeben. So, der Rest ist Kür. Wir räumen hier natürlich noch auf. Aha, da oben sitzt er. Echt jetzt, es würde mich auch wundern, wenn der das nicht so ausmacht. Das ist immerhin eine Schiffskanone, was ich hier gerade benutze. Nochmal, für die, die es in der letzten Folge nicht mitgekriegt haben. Folge 177 und 178 habe ich das Ding geholt für beim letzten Flug der USS Constitution. Wo ist er denn? Ja, ja, ich weiß schon, du leidest. Ist mir schon klar. Geht da gerade was? Nee. Das wäre Verschwendung. Aber deine Beine treffe ich jetzt. Das tat sicher weh. So, ich brauche also. Ein Schuss reicht nicht ganz, um mit einem Breitseiter einen solchen zu vermuten. Abzuknallen. Außer er krittet der Treffer dann schon. Gut. Oder vielmehr schlecht, zumindest für die Supermutanten. Superkleber gefunden, schön. Du trägst zu viel und mi. Nick. Geht's dir gut? Nicky.
Da ist er ja. Also, dem geht's prima. Gut, ich mache jetzt hier meinen Cut, repariere meine Rüstung, entrümpel mein Inventar und dann mache ich mich es hat einige helle auf Köpfe die gebraucht, Suche nach dem letzten Heft Nummer 8. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.